hier uns nochmal das Herz einkrallen. Also, falls ich rauskomme. Gut, ein Herz. Ja, jetzt müssen wir wieder den äußerst langen Weg gehen. Wie immer, kennt man ja. Und ich weiche hier den Gegner aus, denn ich kann gerade nicht zuschlagen. Frag mich nicht wieso. Geht gerade nicht. So, und rein in den Teleporter. Ja, 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 ja. Jetzt mit diesem tollen Stab können wir, hätten wir genügend Magie. Wir haben genügend Magie. Oder? Ich denke, es müsste sich ausgehen. Gucken wir einfach mal. Es geht weiter. Und weiter. Hier durch das ausgetrocknete Meer des Todes. Nein, nicht Meer des Todes, sondern Meer der Stille. Und jetzt, da wir diesen tollen Stab haben, können wir hier, tada, Flammen. Und die Dinger entzünden sich und wir können hier rein. Das wäre ohne dem Buch nicht gegangen. Ja, und wenn wir schon mal hier sind, kassieren wir gleich 50 Rubine ein. Autsch! Gehen hier nach oben und entzünden das nächste Ding. Tada! Ja, und wir können hier rein. Das müsste jetzt theoretisch Level 5 sein. Ja. Level 5 Geistertempel. Und wir mit tollen Tönen von Final Fantasy 7. So, wir sind noch gut ausgerüstet. Wir sind noch gut dabei. Aber hier sind Geister. Geister sind gefährlich, wie der Name schon sagt. Naja, sagt der Name, dass Geister gefährlich sind? Nee, eigentlich nicht. Naja, gut. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich kompletten Schwachsinn quatsche, ne? Also, es geht nach oben. Und, oh mein Gott, es ist ein Zwischenboss irgendwo. Also ein Endboss eigentlich. Mit ganz normalen Gegnern, das ist auch was Neues. Und wir sind übrigens, wir sind gerade bei den Tempel der, also generell die Lava-Tempel, grasen wir jetzt gerade ab. Ja. Der letzte Tempel war relativ puzzle-lastig, dafür ist dieser Tempel wieder relativ gegnerlastig. Ja. Merkt man vielleicht schon, hier sind Gegner. Obwohl, nee, ist natürlich auch puzzle-lastig, weil irgendwie musste ich ja gegen Ende des Spiels hier ein paar schwierigere Sachen einbauen. Ja, da muss ich wieder etwas nachdenken. Wie könnte ich das denn jetzt machen? Ich könnte den hier nach unten schieben und dann so nach rechts und nach rechts und dann kann ich da vorbei und dann kann ich den nach unten und nach links und nach unten. Ja, diese Puzzle-Designen, obwohl sie eigentlich richtig nervig sind für die Spieler, das mache ich trotzdem ganz gerne. Ja. Zack, zack. Denn eigentlich so schwierig sind sie ja nicht. Sie sind jetzt nicht so schwierig wie bei dem echten Zelda-Spiel. Ja, mein Zelda-Spiel ist nicht echt, das ist unecht. Wie man sieht, ich habe bewusst vorher auf Geister verzichtet, damit die quasi ihren ersten Auftritt in ihren eigenen Tempel haben. Ja, nämlich im Geistertempel, wie der Name schon sagt. Müssen Geister im Geistertempel sein. Ja. Und hier habe ich auch ein äußerst forderndes Puzzle, nämlich ich muss einfach alle 12 Steine schieben. Ja, schieb die Steine, Link. Rauf. Und hier auch. Und hier auch. Und hier auch. Ja, 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 es ist spannend. Es ist schwieriges Rätselraten hier bei diesem Zelda-Spiel. Und hier, ja. Nee, ich behalte mir erstmal den Hammer. Zack. Zack. Und mache jetzt hier mal die Dark Knights kaputt. Oh, ein Herz. Herz ist nicht schlecht. Das war jetzt nicht verzögert. Ich habe das ohne Herz bewusst erst gesagt, nachdem ich es eingesammelt habe. Ne? So. Und wir klopfen. Oh, habt ihr das gesehen? Der hat sich hier einfach über die Lava drüber teleportiert. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Die haben ja schon richtig Privilegien, diese Dark Knights. Na, wollte der schon wieder, aber das ging diesmal nicht. Die Energie ist voll und... Oh, seht ihr? Das Level hat die Form eines Grabes. Also, das sage ich jetzt dazu, weil sonst merkt man das nicht, dass das ein Grab sein soll. Ne? Versteht ihr?
Hallo? Herzi, Herzi. Und hier, wow, hier, ja, das sind so episch viele Gegner, dass ich gleich einen Framedrop bekomme. Und hier sieht man wirklich, das ist ganz einfach, da kann man richtig schön einfach mal ein paar Darknuts verkloppen, meinte ich natürlich, um seinen Drang an Brutalität Ausdruck zu verleihen. Also, und man erhält auch 200 Rubine, die vor allem jetzt gut sind, weil jetzt habe ich irgendwie bald, oh mein Gott, ja, und hier sind massig Gegner natürlich, ein riesen Gegneraufkommen, par excellence. Ja, dieses blaue Dings da mag mich irgendwie nicht so. Denn das nervt. So. Und hier. Ja, dieser Gegner, den die Dodongo, so gern ich die auch mag, ich habe immer etwas Bedenken, die einzusetzen, weil das Problem ist, dass man hier wirklich Bomben braucht, sonst kann man die nicht töten. Ich mag eigentlich keine Gegner, wo man irgendwas braucht, das man so weit verschwenden kann, dass man, ja, quasi den nicht mehr töten kann. Ich meine, ist eh bei diesen komischen Krabbelfiechern dasselbe mit dem Pfeil. Und nur Pfeile kann man bis zu 999 haben, weil die mit die Rubine gehen, ne? Kapierst du? Nein, weil die mit den Rubinen quasi bezahlt werden. Und ja, deshalb ist es bei Pfeilen nicht so schlimm, aber Bomben hat man eben maximal 12, wenn ich mich nicht irre. Und ja, die kann man alle versehentlich verschmeißen und dann kann man den Gegner nicht töten. Natürlich auch ein frohen Kompass, schön. Und man sieht, wo der Endgegner ist. Mehr bringt der Kompass nicht. Ein tolles Utensilium. Und hier, auf freiem Feld, dunkle Darknuts. Hey! Und blaue Darknuts. Viele blaue Darknuts. Es werden mehr. Es werden immer mehr. Aber das Gute ist, dass bei denen immer recht nette Items rauskommen. Unter anderem Herzen und Energie. Also hier in dem Level geht es mir richtig gut, muss ich sagen. Ach, und das ist süß. Der Wurm kann nicht aus. Haha. Zerstören, 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 zerstören. Und eine Fee. Toll. Und hier geht's weiter. Ja, und wieder so ein. Also, man merkt ja schon, hier sind echt eher wirklich auch Gegner da. Also, hier geht's wirklich auch um Gegner zerstören. Da komm her. Zack, zack. Nein, nein. Halt. Kannst du das Auge nicht etwas länger offen halten, du blödes Getier? So, und jetzt nochmal diesen Spaß. Ja, komm. Zack. Und nochmal. Friss. Ja, wunderbar. So gefällt mir das. Wunderbar. Und eine Fee auch. Und wunderbar. Ich sag nochmal. Wunderbar. Weil es so wunderbar ist. Tada. Gut. Ah. Oh. Hey. Ein Darknut. Eine dunkle Nuss. Zack, 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 zack. Ja, und wieder 50 Rubine. Was tue ich mir so viele Rubine? Ach, hey. Ein roter. Oh, ja, das war jetzt witzig. Und dafür hier wieder 4 schwarze, ja. Also das Balancing, man merkt schon, ich habe mir hier richtig Mühe gegeben, dass das Spiel wirklich von Raum zu Raum schwieriger wird, ja. Gott sei Dank haben die viel Herzen gehabt. Zack, 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 verschieben wir das alles. Hier auch. Und die Tür geht auf. Und natürlich, ja, es ist alles voller Darknuts. Es ist voller Sterne. Na, wer kennt dieses Zitat? Ich meine, der Typ hat es nicht so komisch gesagt, in so einer komischen Stelle, sondern er hat gesagt, it's full of stars. Irgendwie anders, jedenfalls. Toller Film, wo ich das Zitat hier habe. So, und hier sieht man natürlich wieder, dass ich blöde Geister besiegen muss. Wie bekomme ich jetzt am besten das Geld los? Egal, so. Und hier geht's weiter. Ach, wie süß. Und es sieht so aus, als wäre hier jetzt das Ende angelangt. Sind wir jetzt wirklich schon am Ende angelangt? Ist das das Ende unserer Tage? Oder kommen wir hier noch weiter? Am besten zerstören wir mal hier alle Knödel. Zack, zack, zack. Und, ja, ein Bienen. Und die sind auch noch. Und es erscheint eine Treppe.
Wir betreten die Treppe. Zack, zack. Und hier. Autsch, blöde Fledermaus. Ja, und hier sind wir jetzt wieder in diesem berühmten zentralen Bereich, den ich relativ gerne in Dungeons mache, warum auch immer. Ja? Diese da auch noch. Klopf, klopf, klopf. Und diese da sowieso noch. Na komm her. Klopf, klopf. Schön, dass hier jetzt eigentlich so eine Stoppuhr da war, muss ich schon sagen. Das ist richtig praktisch. Und wir haben das Spiegelschild. Ja, Spiegelschild ist super, denn damit können wir solche Späße machen, wie zum Beispiel, ouch, 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 ouch. Ja. Wie das da zum Beispiel. Also merkt ihr, man muss hier wirklich mit Geistern quasi spielen, damit man hier weiterkommt. Das ist auch so eine gewagte Geschichte, denn Geister sind Gegner, die man töten kann und manchmal erscheinen die nicht mehr. Also nicht diese Geister, sondern diese Zauberer waren das eigentlich. Wieso sage ich Geister zu Zauberern? Wieso sage ich zum Zauberern Geister? Weil wenn die verschwinden und nicht mehr kommen, kann man hier auch den Auslöser nicht auslösen. Das ist dann etwas doof, sag ich mal. Aber manchmal muss man einfach gewagte Sachen wagen. Um gewagte Sachen gewagt zu haben in seinem waghalsig-waghaftigen Leben des Wagens und Weiterentwickelns und Werfens und Wütens und ja, vulgären. Ne, das beginnt mit V. Okay, ich lasse das jetzt. Ja. Man sieht hier die epische Animation des Endbossschlüssels, denn er wird hier ganz kurz, er blinkt blau, habt ihr das gesehen? Mann, es ist ja so viel Liebe zum Detail. Ah, so ein tolles Spiel. Ja, ich muss mich manchmal etwas selbst loben. Tut man zwar nicht, aber ich mach's trotzdem. So, und jetzt sind wir in dem Kellerabteil und ihr dürft dreimal raten, wo wir wieder rauskommen. Nämlich, ne, wer weiß es, wer weiß es, wer weiß es. Ja, genau, da. Richtig. Am Anfang. Und wir haben vier tolle Schlüssel. Und wir haben jetzt wie viel Schlüsseltür? Ne, natürlich vier. Klar. Einmal. Trapp, trapp, trapp. Ja, der nervt mich etwas. Natürlich nervt mich der etwas. Nervst du mich auch etwas, Darknet? Na komm her. Musst du eigentlich immer so blöd auf und ablaufen? Noch einer. Ist eigentlich noch zwei. Ja, wieso? Und der steht einfach nur da und kann sich nicht rühren. Haha, und wetten die anderen. Ne, die bleiben auch stehen. Haha. Also gefällt mir das ganz gut. So. Und hier geht's weiter. Und natürlich sind wieder welche. Also ich war hier sehr kreativ mit der Vergabe der Gegnerplätze, die hier spawnen. Merkt man nicht. Also es sprudelte so richtig die Kreativität aus mir, als ich diesen Dungeon designt habe. Aber ich muss sagen, so rein vom Mapping her ist er auf jeden Fall schöner als die ersten. Oder als der erste, weil der erste Dungeon hat ja eigentlich hauptsächlich so viereckige Räume. Und hier sind die Räume halt anders. Ja. Ich klopfe synchron, immer noch, und synchron sind alle Gegner gestorben. So ist mir das Liebste. Ich habe fast alle Herzen. Und hier, großer Schlüssel. Und der Endboss. Ein seltsam anmutender Drache, der Flammen spuckt und, ziemlich stark zu sein scheint. Ich sollte vielleicht den... Alter. Ja komm, stirb, stirb, stirb. Oh, Gott sei Dank. Hallo? Habe ich jetzt... Wieso habe ich jetzt kein Herz? Ich will ein Herz... Wieso habe ich jetzt hier kein Herzteil haben? Tja. Etwas komisch. Irgendwie. Naja. Ich hätte eigentlich ein Herzteil erhalten sollen. Aber gut. Habe ich nicht erhalten. Hilft nichts. Was soll's. Ich habe 999 Rubine und habe keine Herzteile. Wieso habe ich hier kein Herzteil erhalten? Also eigentlich nicht ein Herzteil, sondern ein Herzcontainer hätte ich erhalten sollen. Merkwürdig, merkwürdig. Ist das wohl ein Fehler in der Matrix?
weiß es nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall. Hey, Link hat das Spiegelschild und man sieht es nicht, weil es vom Dreck verdeckt ist. Nicht verdreckt. So.